Mont hat auch recht einige Tattoos, ne? Glaube ich. Feinde landen im Einsatzgebiet. Nice. Leckt ja gar nicht. Also diesen Shop hier, den gibt's echt gar nicht mehr, ne? Also der Shop hier ist für immer weg, der hier ist. Keine Ahnung, ich hatte den jetzt die letzten 50 Runden hier nicht mehr. Mit Abstand der beste Shop. Jetzt muss ich mit dem Heli hier irgendwo hinfliegen. Mein Heli einfach crashen hier für einen Kill. Für einen Kill crash ich jetzt meinen Heli und habe immer noch keine Waffen. Er hat leider keinen Sound. Schade. Aber er hört halt auch nichts. Aquaman. Der ist auch irgendwie AFK. Sieht mir nach einer guten Lobby aus. Die ersten zwei zumindest sind immer noch kein Shop. Jetzt muss ich da runter irgendwie. Schux hat viele Tattoos. Hat Schux Tattoos? Ich weiß gar nicht. Hat Schux Tattoos? Ja, ne? Schux hat Tattoos. Safe. Ja, ne? Hat der. Ja, stimmt, Schux ist auch. Also bei Schux. Schux passt es auch irgendwie, ja. Habt ihr recht. Manu, danke für den Raid, mein Freund. Liebe. Schönes Wochenende. Feindliche Konterdrohne in der Luft. Problem ist halt, dass man halt legit nichts hört, ne, in dem Spiel. Ne, ich schaue nicht Formel 1. Ich bin überhaupt gar kein Freund von Formel 1. Maurice, also, ne, der Mann von meiner Schwester, hinterher. Mein Dad und meine Schwester, die schauen alle sehr begeistert Formel 1. Also so wirklich so alles. Also Qualifier, freies Training, Rennen. Aber ich bin da komplett raus. Macht das gar keinen Spaß. Saronix, seid ihr für 23 Monate. Liebe Grüße zurück, mein Freund. Come in my way und Gringo, deine für 15 Monate. Vielen Dank, welcome back. Ja, ganz früher, guck mal diese Waffe an. Früher habe ich auch ein bisschen mehr noch geguckt. Also ich habe immer mal so mitgeguckt. Ich habe jetzt nie selber so aktiv geschaut. Aber ich glaube, früher war Formel 1 dann nochmal ein Ticken geiler irgendwie, ne? Wie smooth wir das gerade gedodged sind. Tschüss. Ich kenne auch noch die Zeit von, oh, wer war denn das damals? Schumi, Alonso, ne? Oh, ich dachte halt, das war der Typ. Aber ja, ich kenne mich da, wie gesagt, jetzt nicht so ultra krass mit aus. Ich glaube, in der Lobby haben ein paar Leute kein Headset. Oder es gibt gerade keinen Gaming-Sound. Ich hab dir den Arsch gerettet. Eine gute Lobby. Ist eine gute Lobby, Chat. Nehme ich mit Kusshand mit, das Ding. Ihre Uplink-Stationen finden und ihre Daten herunterladen, bevor sie uns aussperren. Ich will halt nur zum Loadout. Es tut mir doch leid. Oh, was soll ich denn sagen? Es tut mir doch leid. Es tut mir doch leid. Warum hat er jetzt zum Beispiel die Muni nicht automatisch aufgenommen? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das wirklich nicht. MK
coming my way, I'm coming my way, my. Name ist es. Wer ist denn alles noch in der Champions League? Warte mal, wir haben Bayern, ne? Wir haben Man City, Real und wen noch? Oder? Warte mal, Bayern, Real, Neapel und Bayern, Real, Neapel und Chelsea, Inter, nee, Mailand, Digga, was? Was labert ihr? Was für Inter, Mailand? Was passiert jetzt? Jetzt ernsthaft, was ist das für eine Lobby? Aber wenn ich das auf dem Feindekanal hochhalte, dann kracht es wieder in den YouTube-Kommentaren. Also so Lobbys hab ich nicht. Ich normalerweise auch nicht, keine Ahnung. Spiel gönnt Liebe. Noch 25 übrig. Nehme ich mit die Lobby. Wir machen jetzt die 30er voll. Sauber. Nehmen wir gerne mit. Benfica, Digga, Chat, was labert hier gerade? Wie viele Mannschaften sind noch in der Champions League? 4. Und jetzt kann bitte jemand wie ein normaler Mensch die 4 Teams auflisten. Bayern, Real, weiß ich. Wer sind die 2 anderen? Chelsea und Neapel. Es sind noch 8? Ach so, es sind noch 8. Okay, das wusste ich nicht. 8 Teams. Okay, dann haben wir Bayern, Real sind 2. Neapel, 3. City. Mailand, aber was für Mailand? Inter Mailand oder was? Digga, sind sie nicht unnormal washed? Inter Mailand? Gar nichts mehr gehört von dem. AC Mailand? Digga, noch schlimmer. AC Mailand, Digga, wer spielt da? Ich war früher mal AC Mailand Fanchat. Zur Zeit von Shevchenko noch da gespielt hat. Kennt ihr das noch? Kennt ihr noch Shevchenko Chat? Kennt ihr noch Shevchenko? Cafu, Seedorf. Ja, ja, das war Prime. Arzt im Mailand. Kyle Kane, danke dir für 33 Monate, mein Lieber. Der Feind hat sein Netzwerk wieder gesichert. Es ist vorbei. Er wird so weg abgeballert jetzt. Auf den Himmel. Jetzt hat er nämlich keinen Spawnschutz mehr und das Ding ist over. Da gekracht bei ihm. Coming my way, coming my way tonight. Lobby hier. Gattuso, Seedorf, Nesti oder so, Nestea oder irgendwie so, Digga. Der Eistee hieß der doch, oder? Maldini. Junge, waren das Prime. Das. Was? Digga, wie hat der Typ sich gerade bewegt? Habt ihr das gesehen? Feinde landen im Einsatzgebiet. Hast du jetzt gerade gesehen, wie der sich bewegt hat? Oder sah das nur bei mir so aus? Sah voll komisch aus. Nestea. Nesta? Also ich dachte, er meinte Nesti. Der hieß Nesti. Nesta. Okay, dann Nesta. Feindliche Konterdrohne aktiv. Und wo? Jetzt hätte ich nicht challengen sollen. Hochmut kommt vor dem Fall oder so. Digga, warum blinkt das eigentlich hier die ganze Zeit? Der ist schon wieder ein anderer, ne? Ach, Digga. Das kracht. Van Nistelrooy. Ja, ja, das war wirklich. Das war Prime. Jetzt respawn disabled. Der Feind nähert sich.
mein Gott, das war so knapp. Das war knapper, als ich es mir ausgemalt hatte. Keine Plates, ist auch nicht geil. Aber die Waffenkombi hier ist schon sehr strong, oder Chat? Die ISO und die Magnum. Ja, die Lobby gönnt auch Liebe, aber die Magnum ist halt ultra strong, ne? Über die ISO müssen wir ja nicht reden. Null Aim Assist, wer braucht das auch schon? Ah, nice. Hatte ja richtig viel Muni. Habe ich ein kleines Problem. Alles gut. Ich hab den OP Apparillo. So OP, Digga. Die Waffe ist so OP. Geil. Warte mal, er hatte die auch? Er hatte die auch. Chat, er hatte aber dieselbe Waffe. Die Waffe ist wirklich gottlos, ne? Keine Smokes mehr. Nicht gut. Gefällt mir auch nicht. Hier haben wir eigentlich einen sehr, sehr guten Spot gerade. Erstmal. Hier müssten jetzt eigentlich noch ein paar Leute kommen. Wo sind denn alle? 6 Leute noch, Digga. Hä? Hallo? Wollt ihr euch mal zeigen? Wollt ihr euch zeigen, Jungs? Keiner ist da. Will keine Muni mehr, ne? Ich habe noch meine Magic-Waffe. Die Pack-a-Punch-Revolver. Ja, ich weiß, dass ich keine Ammo habe, aber ich bin trotzdem gierig und schieße auf den. Mein Kill. Da ist auch einer, Digga. Ich meine, irgendwie alle Zonen-Play. Was passiert hier? Ziel markiert. Unter den Bitte voll. Holt euch den Sieg. Verstanden. König es kracht bei ihm. Bereit. Er ist tot. Der da. Ach so. Hitmarker ohne Sheetbreak. Oh, naja, dann. Dann ist ja alles easy. Digga, warte mal, ich dachte, also jetzt gerade am Schluss, die Leute machen hier Todes-Deplays. Der kommt jetzt hier hinten eigentlich. Bro, was passiert hier gerade? Twitch Rivals oder was? Der, entweder stirbt der andere, muss er an Zone sterben, der muss hier sein. Hä? Das ist ein Sieg. Digga, was hat der gemacht? Der rennt komplett. Der ist da hinten. Da, wo ich jetzt hingucke, da ist der irgendwo zu der Ruine. Was wollte der machen? Der wollte, glaube ich, überplay mit Slim oder so. X-Wolf 360 Prime, das ist es. Karl, danke für den 33. Monat. Moin, Jam, was geht? Wie geht's? Wie steht's? Jam textet mich zu bei WhatsApp. Hab ich nicht gesehen, Jam. Sorry. Do you stand in game?